jetzt halt eben über den ersten Teil durch die virtuelle Messe führen wird. Ganz kurz noch ein technischer Hinweis. Wir stellen alle, bis auf halt eben diejenigen, die vortragen, leise. Und Sie können auch Ihre Kamera ausschalten, um vielleicht halt eben die Übertragungsrate etwas zu erhöhen. Gut, ja, dann bin ich wohl dran. Ja, also, sieht gut aus. Okay, also dann auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich habe heute die Ehre, durch den ersten Teil des Rundgangs zu führen. Das würde ich auch gleich machen, aber ich würde auch direkt an meine Unternehmen, die wir gleich besuchen, und Forschungseinrichtungen nochmal das Zeitfenster bekannt geben. Also es sind jetzt pro Stand 2 bis 3 Minuten geplant. Ich habe hier auch mein Handy, da ist die Stoppuhr drauf, da werde ich stoppen. Ich winke dann mal, wenn Sie so kurz vor der Zeit sind. Also immer schön auch auf den Monitor achten. Im Zweifel kann sie dann aber, glaube ich, auch die Frau Blass oder die Frau Möller abwürgen. Das ist das Schöne in der technischen Welt, in der Online-Welt. Also insofern bitte ich Sie da einfach, sich auch dran zu halten, dass Sie da zügig durchkommen und dass es für alle Teilnehmer dann auch fair ist. Soll ja kurz und knackig sein. Gut, also dann nehme ich Sie jetzt mal virtuell an die Hand und teile mal meinen Bildschirm, damit wir dann jetzt hier den ersten besuchen können. Und zwar gehen wir als erstes zu einem Start-up aus der Schweiz, das Lösungen für die digitale Fertigung von CFK-Teilen anbietet. Grüezi, Herr Willemin. Sie müssten hier irgendwo sein. Sie würden jetzt gleich das Wort von mir bekommen. Und Sie sind ja Business Development Specialist, Schwäbisch, und haben jetzt quasi 3 Minuten Zeit zu erklären, was ein Unternehmen kann, was sonst keiner kann. Wenn ich irgendwo da drücken soll, müssen Sie mir Bescheid sagen, wo das denn ist. Das würde ich dann jetzt für Sie übernehmen. Bitte, Herr Willemin. Guten Morgen an allen Teilnehmer. Ich sehe, dass wir fast 40 Personen haben. Es freut mich sehr, hier zu sein. Also wie Sie sagen, 9T-Labs ist ein Startup aus Zürich, 2018 gegründet aus der ETH Zürich. Aktuell 28 Mitarbeiter. Warum wir so viele Mitarbeiter sind, erklärst du es ziemlich schnell. Und zwar, wir bieten wirklich eine umfangreiche Produktionskette für Strukturbauteile. Also unser Ziel ist wirklich die Serienfertigung von Carbon-Composite-Strukturbauteile. Deswegen haben wir eine Softwarelösung, um einfach dieses Design des Composites zu ermöglichen, wie man Faser legt, in welche Richtung wirklich ganz genau. Das ist dann gekoppelt mit der Simulation. Wir arbeiten mit Ansys zusammen und können dann automatisch sozusagen diesen virtuellen Prototypen herstellen. Wenn wir soweit sind, dass der Prototyp steht, dann gehen wir im 3D-Druck rein, um wirklich dieses präzises Legen der Fasern zu ermöglichen, und bekommen aus dem 3D-Druck einen Preform, noch nicht ganz konsolidiert, also nicht auf dem Niveau von Strukturbauteilen. Wir gehen in Märkte rein wie Luftfahrt, wie Medizintechnik und so weiter. Deswegen haben wir dann noch den Konsolidierungsschritt genommen, aus was klassisch ist in der Composite-Schiene, um einfach hier mit Druck und Temperatur wirklich die Eigenschaften der Bauteile auf dem Niveau zu bringen, was erwartet wird. Das bedeutet erstmal die Verbindung zwischen den Schichten, ganz wichtig, aber auch die Oberflächengüte und auch die Reproduzierbarkeit Teil zu Teil. Also unsere Serien sind zwischen 100 und 10.000 Bauteile groß. Das ist der Bereich, wo wir uns wohlfühlen, wirtschaftlich und technologisch. Und ja, hier geht es wirklich darum, spezifisch an den Kundenanforderungen zu entwickeln, zu arbeiten. Und das kann von Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Motorsport sein, Sport und Luxus sind wir auch tätig. Also hier gerne auf uns zukommen, wenn ihr Ideen habt, Gedanken habt. Wir bieten auch an, dass wir umsonst Machbarkeitsstudien machen, ziemlich umfangreich, also wirklich an dem gesamten Designkonzept zu arbeiten und letztendlich eine technische, aber auch eine wirtschaftliche Machbarkeit vorzustellen. Das wäre es von meiner Seite. Ja, prima. Ich bleibe für heute auf jeden Fall zuständig für Fragen. Gut, vielen Dank. Ja, prima, voll in der Zeit. Sehr gut, top, gut gemacht. Umsonst hören natürlich wir hier in Baden-Württemberg immer sehr gerne. Ich glaube, da sind jetzt ein paar Herzen aufgegangen. Ich bin mir sicher, da kriegen Sie
ein paar Kontakte danach. Also vielen Dank für die Information. Jetzt gehen wir von der Industrie in die Forschung, zu den deutschen Textil- und Faserforschung in Denkendorf. Wo ich das vorbereitet habe, dachte ich mir, muss man das eigentlich noch groß vorstellen? Ich glaube, das ist mittlerweile eine Institution und jedem bekannt. Aber ich glaube, kurz gesagt, das DIT auch kurz forscht entlang der gesamten textilen Wertschöpfungskette vom Molekül bis zum Produkt. Und ich glaube, auch der Professor Milbig wird den meisten schon bekannt sein. Ist ja sozusagen die Leichtbaueminenz am Institut. Und er wird uns jetzt auch gleich noch ein bisschen was zum DITF erzählen und was denn da passiert. Und auch für Sie, wenn ich jetzt irgendwo draufklicken soll, sagen Sie mir einfach kurz Bescheid. Ihre Zeit läuft. Jawohl, vielen Dank, Frau Bayer, für die Einleitung. Ja, ich muss vielleicht eher was Organisatorisches berichten. Vor allen Dingen, wir haben jetzt die Faserverbundtechnik in ein Kompetenzzentrum gefasst, und zwar ITV und ITCF, die Faserinstitut, Leute, die wir arbeiten jetzt sehr eng zusammen und haben das Kompetenzzentrum Polymere und Faserverbunde gegründet. Und das wollte ich nur berichten, weil ITV, der Name ITV jetzt nicht mehr so unbedingt auftaucht. Und wie gesagt, wir sind jetzt DITF und da oben steht links oben Polymere und Faserverbunde. Ich glaube, da müsst ihr gar nicht draufdrücken. Da werden wir ungefähr sehen, da kann man dahinter sehen, was sich da versteckt, was wir im Polymerzentrum machen, im Kompetenzzentrum. Materialien und Verfahren für den Faserverbundleichtbau. Bei den Materialien, da haben wir jetzt wirklich die Kompetenz des ITCFs bezüglich Polymere dabei. Wir machen Flammschutzpolymere, wir machen In-Situ-Polymerisation oder auch andere Polymere. Dann bei den Technologien, vor allen Dingen Carbonfaser- und Keramikfaserentwicklung. Bei der Carbonfaserentwicklung haben wir gerade einen neuen Ofen entwickelt. Wir machen Pultrusion, haben da gerade eine schöne Methode entwickelt, um Drinnenbinde zu charakterisieren. Flechten ist dabei. Also schauen Sie sich das alles an. Und vor allen Dingen sieht man hier auch teilweise Geflechte mit Recyclinggarnen, wo wir auch sehr schöne Entwicklungen haben. Auch noch zu sagen, die Simulation ist bei uns natürlich etabliert, Produkt- und Prozesssimulation. Hier sehen wir noch ein Bild für den, genau vom Dr. Steinmann, der mit mir das Kompetenzzentrum leitet. Also wie gesagt, jetzt mehr denn je können wir tatsächlich auch direkt an die Polymere rangehen und entsprechende Matrix-Systeme entwickeln. Ja, im Carbon Recycling waren wir dann auch, sind wir sehr gut aufgestellt, würde ich sagen. Wir haben einen entsprechenden Industriepartner ins Boot geholt. Und ich denke, das ist auch eine schöne Vorbereitung für nächstes Jahr für den Recycling-Kongress und Herr Rademacher, Sie sind hoffentlich wieder dabei und sind wieder als Redner in dem Recycling-Kongress dabei. Das haben wir gerade schon wieder in der Vorbereitung. Gut, das war's. Frau Bayer, ich hoffe, super, ihr habt Zeit. Perfekt. Also wunderbar, das läuft sehr gut. Sehr vorbildlich hier mit allen, muss ich sagen. Aber man merkt schon, der Herr Milbig ist Professor. Ne? Da kommt, ja. Er könnte auch noch länger. Ja. Nein. Gut, super, vielen Dank. Also dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Jetzt kommen wir wieder zum Unternehmen. Jetzt kommen wir zu der Firma Weco Weidmann Konrad GmbH. Da muss ich kurz ablesen, die kontaktlose Auftragssysteme für die Produktoptimierung und Oberflächenveredelung mit unterschiedlichen Arten von Flüssigkeiten und puderartigen Stoffen entwickelt und produziert. Wie das Ganze jetzt kosteneffizient und nachhaltig möglich ist, wird uns der Herr Schur, Vertriebs- und Marketingleiter, zeigen. Ich gehe mal kurz auf Ihren Stand. Moment, jetzt muss ich das hier noch wegklicken. So, da sind wir schon. Jetzt dürfen Sie, Herr Schur. Herr Schur? So, ich dachte, Sie schalten mich automatisch wieder auf. Nee, das kann ich nicht. Also, nochmal guten Morgen in die Runde und schönen Dank für Ihre Zeit. Wie schon eingeleitet, also die Weidmann und Konrad GmbH und Co. KG, kurz WECO, weil es einfach leichter auszusprechen ist, ist ein Familienunternehmen. Und wir haben ca. 140 Mitarbeiter an 3 Produktionsstandorten weltweit mit nochmal 3 weiteren Service- und Sales-Niederlassungen in diversen Ländern. Und der Ansatz von uns seit 1953 war immer schon,
dass wir die Sprühmedien, dazu komme ich gleich, nur in genau der Menge auftragen, wie unbedingt notwendig, um die volle Funktionsfähigkeit eines Materials zu gewährleisten. Das heißt also letzten Endes, möglichst die Ressourcen einzusparen, die wir, glaube ich, alle nur endlich auf dieser Welt haben. Das heißt, was machen wir genau? Bahnförmige Waren, also Oberflächen, die halt irgendwo continuous-mäßig laufen, funktionalisieren wir oder rüsten sie aus oder befeuchten sie auch teilweise einfach nur. Mit unterschiedlichsten Medien im Puderbereich können das fließfähige Puderstoffe sein, wie beispielsweise Stärkepuder oder auch Calciumcarbonate. Oder es können auch Hotmails sein, die eine gewisse Korngröße haben. Da arbeiten wir in der Regel bis maximal 500 µ. Aber wir können eben, wie gesagt, damit man so eine kleine Vorstellung bekommt, wie genau wir arbeiten, wir sind beispielsweise auch in der Druckindustrie, und wenn Sie sich vorstellen, wir nehmen einen kleinen Teelöffel voll Puder und verteilen den exakt gleichmäßig 100% wiederholgenau auf eine Fläche eines Fußballfeldes. Das ist so ungefähr die Sprühgenauigkeit unserer Pudersysteme. Ähnliches machen wir im Bereich der Flüssigkeiten. Dort verteilen wir kontaktlos, genau wie beim Puder auch. Das ist die Hauptaufgabe bei uns, einseitig oder beidseitig auf die Warenbahn, je nach Wunsch des Kunden. Flüssigkeiten, das kann ein einfaches Wasser sein zum Wiederauffeuchten, beispielsweise in der Carbonfaserherstellung. Es kann aber auch bis hin zu üblicher Ausrüstungschemie sein, über Acrylate, über PU-basierte Bindersysteme, bis hin zu eben Klebern oder auch Laugen und Säuren. Dort sprühen wir im Bereich der Textilindustrie, der Nonwoven-Industrie oder eben in dem Bereich der Composites bis hin zu Tissue. Also jeder hat, glaube ich, schon von uns Produkte in der Hand gehabt, gerade im Taschentuchbereich und Toilettenpapierbereich in letzter Zeit. Alles, was schön weich ist, können Sie mit 90%iger Sicherheit davon ausgehen, dass es mit uns verhandelt wurde. Das heißt, in dem Bereich arbeiten wir, wie gesagt, kontaktlos mit allen Arten von Flüssigkeiten. Und kleines Beispiel, wir geben beispielsweise eine Genauigkeit von 0,2 Gramm pro Quadratmeter permanent auf eine Warenbahn, die 1200 Meter die Minute laufen kann. Und das in einer 100% wiederholfähigen Art und Weise. Und ohne die, dadurch, dass wir keinen Kontakt haben, wird natürlich auch die Flottenchemie nicht beeinflusst. Wer mehr dazu wissen will, in den nächsten Minuten am Stand. Und ansonsten, glaube ich, ist die Zeit fast abgelaufen. Richtig. Nein, genau. Gerade noch so in den 3 Minuten drin. Vielen Dank, Herr Schur. Das war sehr gut. Dann gehen wir wieder in die Forschung. Da waren wir jetzt ja gerade. Ich würde sagen, last but not least, darf da natürlich in dieser Runde auch nicht die Uni Stuttgart fehlen. Und zwar das Institut für Flugzeugbau, die sich um Kompositfertigungstechniken, Entschuldigung, und Simulationswerkzeuge kümmern. Da haben wir den Dr. Carusella heute da, der uns ein bisschen was zu erzählen wird. Er ist da eben Gruppenleiter für diese Faserverbundtechnologien und auch wissenschaftlicher Mitarbeiter und nimmt uns jetzt mit ins Institut. Und ich sehe gerade, der Herr Middendorf ist zumindest da auf dem Bild, auf dem Stand virtuell auch anwesend. Der ist Institutsleiter. Gut, Herr Carusella, Sie sind dran. Vielen Dank für die Einleitung. Ja, hier am Institut beschäftigen sich 35 Mitarbeiter mit dem Thema Leichtbau, speziell in den Leichtbaustrukturen aus faserverstärkten Kunststoffen. Auf unserem Messestand haben wir in der Mitte unser Technikum abgebildet, wo Sie verschiedene Themen sich anschauen können. Unter anderem sind hinter diesen Punkten mit dem echten Papieren versteckt, aber auch das gezielte, lastgerechte Faserablegen von Fasern ist eines unserer Schwerpunkte. Es gibt auch noch das Thema funktionalisierte Composite-Systeme, aber auch das Thema Herstellung großflächiger FVK-Strukturen, sowie den faserverstärkten 3D-Druck, den wir jetzt seit mittlerweile 5 Jahren am Institut aufbauen und weiterentwickeln. Funktion hinterlegt, wie so ein typisches Institut, beschäftigen wir uns hier über die Multiskalen, Multimodell-Beschäftigungsansätze, aber auch Struktur- und Prozesssimulation sind dahinter verborgen.
Ein Schwerpunkt ist aber auch das Thema Datenverarbeitung, denn die Sensorinformationen, die wir oftmals aus unseren Produkten bekommen, beziehungsweise in der Verarbeitung, müssen mithilfe zum Beispiel einem digitalen Zwilling dann umgesetzt werden. Auch solche Themen schauen wir uns dort an. Ein Schwerpunkt, den wir dieses Jahr auf der virtuellen Messe mitgebracht haben, ist auf der linken Seite dargestellt, das Thema der digitalisierten Kompositstrukturen. Es ist oftmals mehr gewünscht, dass ein Bauteil mehr kann, als statische und dynamische Lasten auszuhalten. Deshalb erforschen wir am IFB die Integration von Sensorik und die Verarbeitung der Sensordaten für zukünftige Anwendungen. Das heißt, die Datensammlung, Aufbereitung, Übergabe in der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, von der Idee der Auslegung, dem Design, die Produktion des Produkts bis hin zum In-Service und End-of-Life werden Daten erhoben und dann in neue Produkte und auch sicherlich auch Geschäftsmodelle umgesetzt. So wird es möglich, dann zukünftig schon während der Herstellung ein Produkt wieder zu optimieren, beziehungsweise durch Sammeln von Daten Bescheid wissen, wie die Auswahlwahrscheinlichkeit zum Beispiel ist, also das Thema Predictive Maintenance. Sollten Sie dazu Themen zu den Themen Fragen oder Anregungen haben, stehe ich Ihnen auch den ganzen Tag im Chat zur Verfügung. Super, vielen Dank, Herr Dr. Karusella. Danke, dass Sie uns da mal in das Institut geführt haben. Spannende Dinge, die sich da tun, gerade in der Digitalisierung. Ich denke, das sind ja Themen, die uns langfristig auch noch beschäftigen werden. Super. Gut, jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder noch einen Schritt weiter, machen unseren letzten Stopp da, wo wir angefangen haben, bei einem jungen Unternehmen auch, darf man noch sagen, glaube ich. Und zwar bei der Light Pulse Laser Precision, die das Ziel hat, seine Kunden das Innovationspotenzial der Technologie der Mikrobearbeitung mittels Ultrakurzpulslasern zu erschließen. Das habe ich von Ihrer Webseite runter. Und Herr Dr. Freitag wird uns jetzt sicherlich mal erklären, wie das denn funktioniert. Genau, ja, schönen guten Morgen. Dankeschön für die Einleitung. Ist zugegebenermaßen ein etwas komplizierter Satz. Was der bedeutet, vielleicht wird es jetzt ein bisschen klarer. Willkommen auf unserem Messestand. Was wir machen, ist Materialbearbeitung mit dem Ultrakurzpulslaser im Wesentlichen. Und das Besondere ist dabei eben, dass man durch die Fokussierung der Energie in ultrakurzen Pulsen Material sehr präzise bearbeiten kann. Also wir machen Mikrobearbeitung mit hoher Präzision. Wenn man da jetzt als Beispiel vielleicht mal rechts oben auf die Bilderleiste klickt, da sind mal so ein paar Beispiele, was man damit alles machen kann. Einfach ein bisschen runterscrollen. Mhm. Der Laser ist sehr vielseitig. Das heißt, wenn man da jetzt mal oben bei einem Pferdchen bleibt, man kann zum Beispiel carbonfaserverstärkte Kunststoffe sehr präzise bearbeiten, da auch Mikrobearbeitung machen. Das heißt, beispielsweise kleine Löcher bohren mit wenigen 10 Mikrometern Durchmesser oder die Oberflächen strukturieren oder hier eben das Stuttgarter Pferdle ausschneiden. Des Weiteren, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, man kann dünne Schichten abtragen, man kann gravieren. Das ist also ein sehr vielseitiger Prozess. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, was wir dabei anbieten ist, dass wir zum einen als Entwicklungspartner dienen. Das heißt, wenn Sie Interesse an der Applikation dieser Technologie haben, dass wir da zusammen in die Entwicklung einsteigen und wir den Prozess, dass Sie wirklich optimal für Ihre Applikation anpassen und danach dann auch die Fertigung übernehmen, sei es jetzt Musterteile oder Einzelstücke oder auch die ganze Serie. Und ergänzend dazu bieten wir auch eine Beratung zu dieser Technologie an. Und wenn man jetzt mal ganz links beispielsweise auf diese Spinnendüse klickt, das ist jetzt auch nochmal so ein Thema für Composites, womit wir quasi auch gestartet sind, ist das Mikrobohren von Spinnendüsen. Das heißt, gerade beim Fasernziehen könnte das interessant sein, da durch den Laser eben ein bisschen runterscrollt, eben sehr kleine Durchmesser möglich sind. Also hier zum Beispiel ein 20 Mikrometer Loch, in beliebigen Materialien, also da ist der Laser unabhängig, man kann da Metalle bearbeiten, genauso wie Keramiken, Gläser oder Verbundwerkstoffe und man hat eben eine sehr hohe Geometriefreiheit.
zum Beispiel solche sternförmigen Bohrungen sind da möglich, aber da kann man, also da ist in der Fantasie quasi keine Grenzen gesetzt. Kann sich da, ja, die wildesten Formen überlegen. Genau, wenn man nochmal kurz zurück an den Stand geht, in der Mitte sehen Sie da noch mich. Genau, mit einem kleinen Einführungsvideo neben meinem Kopf und dann noch den Kontaktdaten. Und ja, falls Fragen sind, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Genau, super. Das war's eigentlich. Ja, vielen Dank, Herr Freitag. Also man konnte Sie eindeutig identifizieren. Sehr gut. Danke Ihnen. Gut, ja, damit wären wir jetzt eigentlich schon am Ende des ersten Rundgangs sozusagen. Also vielen Dank jetzt an alle, die da sich vorgestellt haben, dass sie sich so tapfer an die vorgegebenen Zeiten gehalten hat. Das hat prima geklappt. Ein Like dafür. Und ja, vielen Dank für alle, die zugehört haben, für die Aufmerksamkeit. Und ich würde dann jetzt wieder zurück an die Ulrike Möller geben. Ich denke, jetzt geht es weiter mit dem Vortrag. Ne, Ulrike? Ja, ganz genau.